Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen ein neues Spiel und zwar ein Cased. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich hatte das schon mal hochgeladen, habe aber bemerkt, dass ich die komplette Aufnahme von vorne bis hinten in mehreren Ebenen versaut habe. Deswegen nochmal das Ganze von neuem. Wir starten direkt ein neues Spiel. Mit dem Sound muss ich nachher nochmal schauen, ob das soweit in Ordnung ist oder ob ich da noch was anpassen muss. Weil ich finde, die Sprachausgabe ist hier im Vergleich zu allem anderen ziemlich leise gehalten. Aber ich glaube, ich habe es relativ passend eingestellt. Wir spielen das Spiel klassisch. Und dann geht's auch schon los. 1971. We woke up in a different world. Where the Cold War ended along with the Vietnam carnage. All because of the Dome. The Dome. A territory full of anomalous artifacts, phenomena, and organisms. We still don't know what it is. An alien city? Some kind of a testing ground or storage? Whatever it is, no living thing trapped under the Dome can escape it. Yet even this did not stop the research. The major powers created the Cronus Mega Corporation to develop and explore the Dome. Its secrets became a lucrative business. The Spire station was built on top of the Dome to export the artifacts and import supplies and personnel. The city of Crystal Sands grew at the foot of the Dome, eventually becoming a major transportation hub. All this required thousands of employees, and there was no shortage of candidates. Romantics, pragmatists, and adventurers of all trades swarmed recruiting centers around the globe, seeking jobs at Cronus. You were one of those people. In 1976, your application was approved, and you went under the Dome towards the future. Whether a good one or a bad one, only time will tell. So, und das war die Vorgeschichte davon. Also es gibt eine Kuppel, wo man reinkommt, aber nicht wieder rauskommt. So, wir stellen uns einen Charakter. Männlich machen wir ihn natürlich. Wir nennen ihn Ragaz und was noch? Kopfform. Hat mir nämlich schon einen mal ausgesucht. Ich glaube, der war das hier. Kaukasisch, Frisur. Das war die. Die Haarfarbe. So, ne, das war zu rot. Das ist zu blond. War das eine andere? Ja, so eine Art. Merkmale. Keinen Bart. Und das Profilbild sah so aus. Soweit zu meinen Voreinstellungen. Damit geht das auch ein bisschen schneller. Sieht relativ ähnlich zu dem Profilbild aus. Und zwar wollte ich extra diesen schönen geföhnten hier haben. Weil ich bei dieser Art Spiele ganz gerne mit Charakteren spiele, die viel Charisma haben und da viel machen können. Wir gehen mal die ganzen Abteilungen hier durch. Ja, ist okay. Damit man weiß, was es da so gibt. Also es gibt diese Cronus Corporation, die ist unterteilt in 5 Abteilungen. Und wir fangen einfach mal an. Und zwar fangen wir mit der schwarzen Abteilung an. Mithilfe der mächtigsten Waffen und der fortschrittlichsten Militärausrüstung beschützen die Mitarbeiter der schwarzen Abteilung die Menschheit vor den unzähligen Gefahren, die unter der Kuppel lauern. Geleitet wird die schwarze Abteilung von den Offizieren der am besten ausgebildeten Armeen der Welt. Sie befehligen ihre Untergebenen, um maximale Sicherheit für alle Abteilungen und jeden Mitarbeiter zu gewährleisten. Das ist auf jeden Fall so der Kriegertyp. Stärke gibt's plus, Widerstandsfähigkeit, schwere Waffen, tralala. Dann gibt's die orangene Abteilung. Jeder verdient eine zweite Chance. Vor allem jene, die für ihre Verbrechen Wiedergutmachung leisten wollen, indem sie ihren Beitrag zum Fortschritt der Menschheit leisten. Die orange Abteilung wurde insbesondere für diese Menschen ins Leben gerufen.
dessen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind überall und leisten alle möglichen Dienste. Vom Putzen zum und Liefern bis hin zur Produktion und Bau. Unter der Kuppel muss eine Menge Arbeit erledigt werden und für jeden Knacki gibt es einen Weg, sich einzubringen. Das sind also alles Gefangene. Orange, wohl auch daran angelehnt, dass in Amerika die Knast-Outfits orange sind. Geschick sind die Tragekapazität einiges Verbrechen. Das heißt, ich schätze mal Schwesterknacken etc., Schleichen und Überleben ist bei denen hoch. Als nächstes gibt es die weiße Abteilung. Oft heißt es, die Zeit der großen Entdeckungen wäre vorbei. Lächerlich. Die Mitarbeiter der weißen Abteilung sind im Begriff, es Galileo und Newton gleich zu tun und eine neue Ära der Wissenschaft einzuläuten. Unter ihnen befinden sich die klügsten Köpfe, die die Menschheit zu bieten hat. Mit vollem Eifer arbeiten sie in Laboren, die mit der modernsten Technologie ausgestattet sind, um die Mysterien einer uralten Zivilisation aufzudecken. Das sind also so die Intelligenzbolzen. Man sieht das schon, Verstand hoch, Hightech-Waffen, Medizin, Wissenschaft. Und dann gibt es noch die blaue Abteilung. Die Kuppel lag jahrhundertelang brach und erwachte erst wieder mit der Ankunft von Menschen zum Leben. Heute ist diese Region eine gigantische 30.000 Quadratkilometer Baustelle mit tausenden Autos, schneeweißen Städten und einem Fernstraßennetz, das sich über die menschenfeindliche Wüste erstreckt. Kronos kann zu Recht stolz auf seine unübertroffene Infrastruktur sein, die von Grund auf von den hart arbeitenden und fachkundigen Mitarbeitern der blauen Abteilung erbaut wurde. Ja, das sind so die Bauarbeiter, viel Konstitution, Technik, Nahkampfwaffen, also so ein bisschen die Prügler, Knopper und ja, halten einiges aus. Und dann gibt's noch die silberne Abteilung. Bestimme die wichtigste von tausenden Prioritäten, treibe Experten auf, die die besten Lösungen für jedes Problem finden. Statte Arbeiter mit den richtigen Werkzeugen aus und sende die erforderlichen Materialien dahin, wo sie gebraucht werden. Jede gebaute Basis und jede erfolgreiche Expedition ist ein Beweis für die harte Arbeit und die umfassende Weisheit der Administratoren der silbernen Abteilung. Ja, und da haben wir auch schon unsere Charisma-Leute, die Psionik- und Rhetorikfähigkeiten haben. Und das ist das, was wir dann auch werden wollen. Weiter geht's, wir können Attribute verteilen. Die wurden hier auch schon vorverteilt. Wichtig ist, genau da kommt's. Wenn der Wert von Verstand 1 oder 2 beträgt, ist der Protagonist nicht mehr dazu imstande, sinnhafte Sätze zu formulieren. Dies führt oft zu unvorhersehbaren Konsequenzen. Manche Quests sind dann nicht mehr verfügbar, andere wiederum werden um neue Möglichkeiten erweitert. Auch die Beziehung zu Charakteren ändert sich. Manche offenbaren unter Umständen eine verborgene Seite von sich selbst, wenn sie mit einem dummen Protagonisten kommunizieren. Kann also interessant sein. Machen wir jetzt in dem Fall aber nicht, weil ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, hier einen Charakter zu haben, der quasi ein Administrator ist und alles Mögliche leitet und dann noch nicht mal reden kann, weil er einfach zu dumm dafür ist. So. Wo war's? Ich wollte auf jeden Fall noch ein bisschen was verändern. Und zwar würde ich den Verstand nämlich, glaube ich, nochmal um einen Punkt erhöhen. Da dieser Charakter ohnehin relativ wenig aushält, nehme ich dem ein bisschen Konstitution weg, pack das nochmal in den Verstand rein und eins in Geschick rein. So, Glück, Psyche, das lassen wir alles so. Weiter geht's. Jetzt können wir uns drei Spezialfähigkeiten aus diesen zwei Bäumen aussuchen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, hier Psionik zu wählen, was bei uns ziemlich wichtig ist. Und wir haben die Möglichkeit, Rhetorik zu wählen, was auch sehr wichtig ist. Und dann kommt es drauf an, was nehmen wir noch? Wir können die Hightech-Waffen nehmen.
Wäre eine Möglichkeit, oder wir gehen in Wissenschaft oder Medizin rein. Was wären so die Sachen, wo ich sagen würde, dass das könnte was werden? Medizin ist Verstand und Charisma. Wissenschaft ist Verstand und Psyche. Glück und Wahrnehmung ist Fahrzeugsteuerung. Da würde ich, glaube ich, in Wissenschaft reingehen und da ein paar Punkte drauf kriegen. Jo. Dann haben wir alle Punkte verteilt und gehen weiter. Ein paar Eigenschaften, beziehungsweise eine Eigenschaft können wir wählen. Wir haben hier die verschiedensten Sachen. Von Waffner über Salieri. Dann haben wir hier voller Reue und so weiter. Die interessantesten für den Charakter, da der ja kampftechnisch gesehen selber relativ miserabel ist, fand ich Dunkler Herrscher. Dadurch haben wir weniger Lernfähigkeit. Dafür machen alle Begleiter 20% mehr Schaden. Was halt ziemlich praktisch sein kann. Oder Wunderkind, wodurch unser Verstand nochmal hochgeht, was sich positiv auf unsere Psionik, die Rhetorik und auch die Wissenschaft, was wir halt alles ziemlich gepusht haben, nochmal auswirkt. Ich würde das mit dem Schaden erstmal nehmen. Obwohl das Wunderkind wäre auch ziemlich gut. Werden die Kämpfe zwar ein bisschen schwieriger, aber wir kommen vielleicht leichter aus den Kämpfen raus. Dann nehmen wir das Wunderkind. Das senkt unsere eigene Lernfähigkeit aber auch nochmal. Okay. Wir machen das Wunderkind. Wir versuchen es so. Gut, dann haben wir hier nochmal die komplette Übersicht. Charisma ist auf 11 hochgegangen. Verstand 4. Müsste der nicht höher sein? Na gut. Was haben wir noch? Inspiration, Autorität haben wir relativ hoch. Das ist schon mal gut. Ich will nur mal ganz kurz gucken mit dem dunklen Herrscher weiter. Ich hatte das, glaube ich, gar nicht ausgewählt eben, oder? So, Lernfähigkeit ist 94. Autorität 12. Das passt noch alles. Wir gehen nochmal zurück und machen nochmal das Wunderkind. Ah, jetzt hat es erst gewählt. Hier 8 haben wir dadurch bekommen. Dadurch ist alles natürlich hier nochmal schön gestiegen. Die Lernfähigkeit ist weit runtergegangen. Dann machen wir das. Moment, Autorität ist... Also durch dunkle Herrscher kriegen wir nicht mehr Autorität. Wir starten das Spiel. Und nehmen lieber den Verstand mit. Und damit kommen wir dann auch schon zum Anfang. So, erstmal ploppt hier verdammt viel auf der Seite auf. Und wir können jetzt erstmal mit den Leuten hier reden. Das hier, in der Mitte sind wir. Und wir gucken gerade den hier an. Der hat denselben Anzug wie wir an. Das heißt, der ist auch von unserem Trupp. Das geht immer weiter. Lesen wir uns gleich erstmal los, durch. Wir reden erstmal mit ihm. Thick spectacles thrusts out a sweaty hand. Monty James, Silverwing. Und das finde ich halt auch richtig schön. Die Sprecher, die machen das richtig gut. Das macht richtig Spaß, denen zuzuhören. Leider nur auf Englisch. Aber man kann hier die Texte wenigstens auf Deutsch einstellen. He glances down at your badge. Ah, it's you. I found your file extremely interesting. And your CV, wonderful. Inspiring, really. When I had the opportunity to look over the files of my future colleagues, I couldn't resist.
I don't want to sound boastful, but silver level clearance has its advantages. Monty winks. So, und dann haben wir auch schon die Möglichkeit, ein bisschen was auszuwählen. Hier haben wir auch schon, weil wir die silberne Abteilung selber sind, die Möglichkeit, da eine spezielle Antwort auszuwählen. Und das machen wir auch jetzt direkt. Sage, dass du deiner Eigenschaft als Linker nachkommen und einen Blick auf die Akten der anderen Mitarbeiter werfen willst. James spreads his arms regretfully. Ah, you misunderstood. I don't carry the physical copies with me, but I did get a chance to familiarize myself with them. Ask away. Okay, das heißt, wir fragen erstmal nach den Mitarbeitern der weißen Abteilung. Monty presses his plump hands to his chest, as if in prayer. Tomoko Kimura from Osaka, a physiologist. She's young, but already has a PhD. James moves so close, his lips are all but brushing your ear. Just between you, me, and that lamppost, Kimura has an older sister, Ayaki. She's currently in jail, and Tomoko herself spent 2 years in prison, but that is strictly, strictly classified. Okay, dadurch wissen wir auch schon mal was über die erste Person, und dann reden wir über den Mitarbeiter im Blauen. The silver smiles and pats the blue on the shoulder. As the man turns to him, Monty raises his fist in some kind of a weird salute. Gagarin, Sputnik, Cosmos, Mir, Druzhba, Krasin, SSSR, he says in Russian. The blue's mustache twitches and his face wrinkles with a beaming smile. Comrade Patanin is from the Soviet Union. He's a highly qualified construction engineer. Took part in planning the spire. He's no spy, supposedly. Monty explains, turning to you. Man merkt das schon so ein bisschen. Die Sowjetunion spielt ja auch noch eine Rolle. Das spielt quasi noch im Stil der 70er Jahre. In gewisser Weise, und hat sehr viel Anlehnung daran. Und wir fragen direkt mal weiter über die Person im Schwarzen. Elsa Olofsson. Police Captain, City of Stockholm. Former Captain, to be precise. Dismissed from service because of a conflicting article. Yeah, conflicting. Let's call it that. The silver says in hushed tones. The black gives him an unpleasant look, but says nothing. Ja. Dann bleibt noch die Orangenabteilung übrig. Das ist der hier. Monty adjusts his glasses and peers closely at the orange's badge. Ah, Quentin Bisley. Grand Theft Auto 3 times and 1 B&E. He was about to go down for 12 years, so he filed for the Clean Slate program. And look at that. They accepted him right away. The silver shakes his head in disapproval and perplexity. Und dann bleibt nur noch er selber übrig. Sorry, classified. Monty laughs. He's plainly flattered by your question. Harvard. Then I worked in the economics department at Supercolor. They produced a special television model for commuter buses. Did you know that? That was my research. Mm-hmm. What else? Well, I like sports. Water aerobics is a sport, isn't it? I don't smoke. And never eat after 6 p.m. Just saying, these kinds of things aren't in the file. So saying, Monty abruptly falls silent. Hier haben wir, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, eine falsche Übersetzung. Ich rauche nicht und esse immer nach 18 Uhr. Sollte wohl eher heißen, ich rauche nicht und esse nie nach 18 Uhr. Damit sind wir fertig mit dem hier und können uns mit den anderen ein bisschen was unterhalten. Hier sehen wir auch einen Trade von dem. Hier oben in dem Fenster taucht das auf. Er ist gefesselt. Ansonsten hat keiner irgendeinen Sondertrade. Wir fangen an, würde ich sagen, mit Tomoko Kimura, über die wir auch als erstes eben geredet haben. A thin, pale young woman is sitting at the window, leaning against the illuminator. The glass is slightly fogged with her breath. She turns to you. Her shiny badge reads Tomoko Kimura, physiologist.
We've crossed the border. No way back now. Even traveling by the funicular wasn't so thrilling. The white presses small hands to her blushing cheeks. You were thinking, why have no children been born under the dome? I've got a working hypothesis, but I'm not ready to share it yet. She says softly, as if answering a question you didn't ask. Mhm. Unter der Kuppel wurden bisher also noch nie Kinder geboren. Sie hat auch dazu eine Hypothese, aber sie möchte das noch nicht sagen. Interessant auf jeden Fall. Wir haben auch von unserer Wahrnehmung aus etwas freigeschaltet. Zwar können wir sie nach einem dunklen Fleck auf der äußeren Oberfläche der Kuppel befragen. Kimura peers through the glass in the direction you indicate. Oh, that's the aircraft that crashed into the dome during the first expedition. I believe that's a wing fragment, and there's some white canvas. What do you think that is? Maybe a parachute? The white shakes her head, bewildered. I just can't believe it. It's all true. We're on our way to meet the future. Kimura shoots you a surprised look. You're familiar with the details of the briefing, right? To put it simply, the dome is a selectively permeable environment. The white draws an invisible hemisphere in the air. Inorganic objects may exit the dome without difficulty, but any living creature dies if transported back to the outside world. That's why we're all stuck here for an indefinite period of time. So, die Kuppel lässt also alles Lebende rein, aber Lebendes nicht wieder raus. Nicht-organische Materialien können allerdings ohne Probleme rein und raus. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Und da wir eben auf Wissenschaft gegangen sind, dürfen wir sogar noch hier was Freies machen. Und zwar können wir eine These aufstellen. Der Mangel an fruchtbaren Frauen unter der Kuppel steht im Zusammenhang mit Feldaktivität. Kimura listens without interrupting, as if considering your every word. It's quite possible. I would like to set up an experiment to test this in practice. She cuts off abruptly. You exchange glances with the rapidly blushing Kimura. Not in that sense. I mean, yes, in that sense, but it is science, you know. It's quite serious. Sehr schön. Wir können jetzt entweder weggehen oder wir können ihr anbieten, ihre Hypothese zu testen, bevor es zu spät ist. Ich glaube, danach wird sie uns nicht mehr so mögen, aber wir machen das einfach mal. She blushes even more. No thanks. Gut. Das war's. So, dann reden wir mal mit Igor Potanin. A man with a mustache and a blue jumpsuit is standing at the window, studying the construction site below through the occasional break in the clouds. His badge reads Igor Potanin, planner. The blue taps on the glass with one finger and gestures you to come and take a look. Seems like he doesn't speak English. Okay, es gibt also 40 verschiedene Staaten, also Bürger von 40 verschiedenen Staaten unter der Kuppel. Das heißt, Sprachprobleme können durchaus da sein. Aufgrund von unserer Rhetorik haben wir jedoch trotzdem Möglichkeiten. Using sign language, mimicry, and all of your artistic talent, you're able to communicate with the planner. Once he's sure you're watching, Patanin points up in the direction of Spire Station, from which you departed a few minutes ago. He sketches the outline of the station on a broad, foggy section of glass. Once he's finished, the blue turns to you with a delighted expression. Frage ihn mal nach dem Ausmaß der Station. The blue begins to mark up his diagram with a series of footnotes and numbers. Turns out the station's ring diameter is a bit more than 1500 meters. Its height above the dome is 317 meters. And the total height of the spire, including the loading docks, is nearly 720 meters. Also eine ziemlich große Station, die da quasi auf der Kuppel angebracht wurde. Wir fragen ihn mal, wie die Station arbeitet. With a series of confident strokes, the planner delineates the capsule's movement scheme, drivetrain, and massive hydraulic brakes on the glass. Und was ist der Zweck der Station? Obwohl wir uns das eigentlich schon vorstellen können. This time, Igor is quite laconic. He pauses, then confidently writes, cargo and personnel.
in block letters and draws an arrow pointing downward. Beside it, he writes relics and draws an arrow pointing up. His R is turned back to front. Aber nur beim Personal, nee, nicht beim Personal. Bei Fracht, genau, bei Fracht war das R nicht umgedreht. The engineer stops you with a gesture, and after rummaging through his pockets, offers you a small candy. There is a picture of a crayfish on the white wrapper. Is this candy crayfish flavored? Ich hoffe nicht. Aber wir probieren es einfach mal. It's surprisingly spongy and tooth-achingly sweet. You can only wonder what it has to do with crayfish. Ja, wir haben einen Statuseffekt bekommen und im Verzehr dieses Flusskrebsbonbons. 2 Stunden gilt das Ding. Ich habe eine Süßigkeit gegessen und bin jetzt äußerst munter. 3 Initiative. Nicht schlecht. So, dann würde ich mal sagen, wir reden mit Quentin Bisley. The Orange is dressed in a new jumpsuit. The shiny badge on his chest reads Quentin Bisley, Laborer. He's side-eyeing the screen skeptically. Despite his tired, grim expression, his gaze is open and friendly. However, the general impression is unmistakable. There's something frightening about Bisley. Wir fragen ihn, ob er im Gefängnis gelandet ist. The orange's face stretches into a broad smile, baring his dentures to the world. Like everyone, duh, in a black car, under guard. There's other guys too, the ones who go through the front door. He nods at the black-winged woman beside him. Her nose wrinkles in displeasure, but she says nothing. Was sind das für Armreife dort? Quentin raises his hands to examine the devices. They call them humane handcuffs. How about that? Truth is, there ain't nothing humane about them. They zap you real hard the moment you get your hands on a gun. But they sure look nice. Bisley lowers his hands again and smirks. Die Handschellen, die er hat. Eine moderne Fesselvorrichtung, die Mitarbeitern der orangenen Abteilung angelegt wird, bevor sie transportiert werden. Besteht aus 2 schmalen Armreifen aus Stahl mit eingebautem Elektroschocker, der sich entlädt, sobald der Träger eine Schusswaffe gebraucht oder es versucht. Und dann reden wir noch mit Elsa. A tall woman is watching an ad playing on the monitor, arms crossed. The polished to a shine badge on her black overalls reads Elsa Olofsson, Security Service. Das Interface nennt sich Chat-O-Matic. Nice. She glances at you and offers her hand in a business-like manner. Greetings. Please take all necessary precautions. By that I mean, don't turn your back on him. Elsa nods at the orange. Was ist so gefährlich an dem Knacki? Olofsson eyes your silvery jumpsuit and snorts. Really? I thought you'd be the one to tell me about it. After all, your department has access to all the orders and personal files. Alles andere als eine nette Geselle. Her gaze shifts to the silver standing opposite and then back to you before she turns indignantly to the window. Wir haben jetzt mit der silbernen Abteilung noch die Möglichkeit zu sagen, dass der Knacki nicht gefesselt sein muss. Sehe ich ein bisschen anders. Deswegen wenden wir uns einfach ab. So, wir können noch hier hingehen und uns die Monitore ansehen. Foundation presents gleaming futuristic state-of-the-art cities straight from the pages of science fiction. Well-paid, safe employment, career advancement opportunities. And a world-class social safety net. Noble and intellectually stimulating work in state-of-the-art laboratories. We're thrilled to welcome you to the dome. Please hold on to the handrail and prepare for landing. Mhm.
Ich wollte noch gucken, können wir uns die Sachen anzeigen lassen mit irgendeiner Taste? Das Bullauge wird mir nur angezeigt. Vielleicht, weil es das einzige war, was ich nicht angeguckt habe. Ich weiß es nicht. Aber wir gucken uns das mal an. Stopping by the door's porthole, you watch as the ground slowly approaches. It looks brown black through the tinted glass and smoky blue at the horizon. It almost seems like the clouds are pulling apart there. Ich finde die Zeichnungen hier richtig schön gemacht. You can discern the regular pattern of a settlement in the mists hanging over the northern section. If this is the city, it's nowhere near as miraculous as the brochure. Just a few concrete buildings surrounded by sheds. It resembles the hab pods of a space colony in a sci-fi film. Yet, the scale is impressive. In only 5 years, a small civilization has arisen from these bleak sands to tackle mankind's greatest project. The blues and oranges did their share of the physical labor, but the main credit belongs to the brilliant administrators from Silverwing. At least, that's what you were told during the pre-departure briefing. Just as you're about to move away from the window, you notice a whirlwind beginning to form above the ochre plain. The gathering storm drifts unhurriedly above the desert, a crown of green lightning flashing at its core. Clearly no ordinary weather phenomenon. It must be one of those anomalies. You freeze by the window, unable to avert your gaze. So, und hier haben wir ein paar Möglichkeiten. Wir können entweder noch mit denen reden, aber wir haben mit allen geredet soweit. Wir können am Fenster bleiben, den Wirbelsturm beobachten, oder wir beobachten die die mysteriösen Gebilde der Ahnen zu entdecken. Oder wir stellen uns auf Zehenspitzen und gucken uns die Gebäude an und verharren in dieser Haltung bis zur Landung. Bis zur Landung würde ich auf den Zehenspitzen nicht stehen wollen. Deswegen gucken wir uns einfach mal die mysteriösen Gebilde der Ahnen an. The outlines of the landing site, blurred by clouds of dust, appear behind the greenish glass of the porthole. The capsule shudders as the braking devices engage. Und damit kommen wir endlich unten an. Wir öffnen die Tür. Und damit sind wir draußen. So, damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat soweit gefallen und ich hoffe, euch gefällt das auch, die Story hier richtig mitzubekommen. Weil auf diese Art und Weise würde ich das schon gern weiterspielen würden und möglichst viel einfach hier erleben. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Madet Jod, schwenkt Rot, grüß euch Jod, ich bin fort.